Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Das heutige Video richtet sich an alle Städtereisenden, Wohnmobilchauffeure, Kastenwagenfahrer und DIY Campervan Racer und diverse. Heute möchte ich euch meine Heimatstadt Salzwedel vorstellen aus Sicht eines Campers, also vom Camper für Camper, und beginnen dabei mit den Stellplätzen, den beiden Stellplätzen, die Salzwedel zu bieten hat, ja, und ein paar Attraktionen, Sehenswürdigkeiten. Das ist der erste Teil. Ich werde noch nicht alles zeigen und schon gar nicht mit dem Baumkuchen anfangen. Der kommt in einem der nächsten Teile. Also bleibt gespannt und folgt mir fleißig weiter. Es sollte euch im folgenden Video auffallen, dass ganz wenig Leute auf der Straße sind, liegt es nur daran, dass ich an einem Sonntag 7.30 Uhr diese Aufnahmen gemacht habe. Und da schlafen alle Salzwedler noch. Die haben die Ruhe weg. Glaubt mir. Ansonsten ist Salzwedel doch um einiges belebter. Auch der Märchenpark, den ihr gleich sehen werdet, ist menschenleer. Das liegt auch daran, dass ich nach Feierabend, also nach der Öffnungszeit, den Park besucht habe von oben. Ja, man möchte keine Angst machen bzw. keinen Stress verursachen. Deswegen auch nach Feierabend der Rundflug. Also lasst euch überraschen. Jetzt geht's aber los. Ja, hier befinden wir uns am Stellplatz direkt am Schwimmbad. Es sind hier, ich sag mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stellplätze. So, da hinten haben wir das Sanitärhaus. So, gucken wir uns das Ganze mal genauer an. Ja, und dann haben wir auch hier gleich die Fähr- und Entsorgung. So, mit der Kasse des Vertrauens, ja. Kick rein. Jo, sieht ordentlich aus, ne? Kann man machen. Bis in die Innenstadt sind es zu Fuß 15 Minuten und mit dem Fahrrad 5 Minuten. Der nächste Stellplatz ist mitten in der Stadt, nur 3 Minuten bis zum Zentrum, im Freizeit- und Eventzentrum am Schüdenwall. Der Bismarckturm Salzwedel steht auf dem Schwarzen Berg und ragt 20,5 Meter hoch und wurde am 1.4.1900 eingeweiht. Die Kosten betrugen damals 8.000 Mark. Im Ganzen wurden 240 Bismarcktürme errichtet, wovon 174 in Deutschland stehen und noch ganze 148 Türme existieren. Warum wurden diese Türme errichtet? Ganz einfach. Um den Gründer des Deutschen Reiches Otto von Bismarck zu ehren. An bestimmten Gedenktagen, zum Beispiel Bismarcks Geburtstag am 1.4., sollten Feuer auf dem Turm brennen, um seine Verdienste als Schmiede des Deutschen Reiches durch Flammen auf möglichst vielen Bismarcktürmen sichtbar zu machen. Wer Gartenträume und Märchen mag, der kommt in unseren Märchenpark. Der Märchenpark wurde auf 45.000 Quadratmetern errichtet und hat am 1. Juni 2003 eröffnet. Es gibt so viele Attraktionen, Angebote und Aktivitäten, dass es den Rahmen sprengen würde, diese hier alle aufzuzählen. Ich verlinke euch einfach mal die Homepage des Märchenpark und Duftgartens unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr alles nochmal nachlesen und euch da nochmal näher informieren. Von Salzwedel aus könnt ihr den Märchenpark und Duftgarten locker mit dem Fahrrad erreichen. Es sind nur ca. 4 Kilometer, also in rund 15 Minuten easy peasy zu schaffen.
Na super, Parkplätze gibt's reichlich. Dann parken wir mal den Kopter. Und tschüss. Zurück in der Stadt beginnen wir unsere Tour am Kulturhaus, auch liebevoll Kulti genannt. Und ganz rechts das Restaurant Einer Krause. Gegenüber vom Kulti befindet sich der Salzwedler Wasserturm. Hier kommen wir an der Freidankschen Villa vorbei. Heute beherbergt sie die Stadt- und Kreisbibliothek. Und weiter geht es durchs Neuperer Tor Richtung Innenstadt. Leider gibt es in Salzwedel auch ganz viele alte Häuser, die dem Verfall preisgegeben werden. Aber mit etwas Fantasie kann man sich gut vorstellen, wie die mal ausgesehen haben müssen. Wundervoll. Links neben dem Pup-Arsch-Bierbrunnen hängt dieses Schild, worauf steht: Allen wird bekannt gemacht, dass keiner in die Heze kackt, denn morgen wird gebraut. Ein Aufruf an die Bürger, die Heze sauber zu halten, da ihr Wasser damals ungeklärt zum Bierbrauen genutzt wurde. Uah.